Wer an den Sinnesobjekten hängt, ist ein Tor. Kommentar zum 75. Vers des Vivekachudamani. Shankara schreibt: Ya esho mudha vishayesho badha ragorupa shena sudhurdamena ayanti niryantyadhar urdvam nuchai svakarma dutena javena nitaha. Die Toren, die durch solche schweren Fesseln der Begierde an Sinnesobjekten haften, die fast unzertrennbar sind, werden gewaltsam durch ihr eigenes Karma getrieben, sei es nach oben, sei es nach unten. Er sagt hier, je, diejenigen sind Mudha, Narren, Toren, Verwirrten. Vielleicht kennst du Mudha vom Yoga Sutra als eine der fünf geistigen Zustände. Mudha sind die Toren, die Narren, auch die letztlich die Antriebslosen, die Geblendeten. Vishayeshu Badaha, diejenigen, die gebunden sind, Badaha, an Vishayeshu, an die Sinnesobjekte. Und Ragoro, also große Raga, also große Begierden, und Pascha sind die Fesseln. Also gebunden sind an Sinnesobjekten. Und die sind große Fesseln. Und wodurch fesseln sie? Durch Gier, durch Wünsche. Sudhurdamina, dada, durdama, zu bänden, bändigen oder schwer zu lösen. Du heißt löse, schwer. Und Dhamma heißt ja eigentlich Sinnesbeherrschung. Durdama, schwer zu bändigen. Und dann dadurch, Ayanti kommen, Niryanti gehen, Adha abwärts, Urdhva aufwärts. Also durch die Sinnesobjekte geht's hoch und runter. Mal hast du, was du willst, wow, toll. Mal kriegst du nicht, was du willst, oh, ganz schlimm. Mal bekommst du was Tolles zu essen, ah. Mal bekommst du was Schlechtes, ah. Mal ist der Sonnenschein da und du freust dich, dann regnet's, wie schlimm. Mal ist vielleicht dein Partner besonders zärtlich und freundlich, oh, sehr schön. Mal hat er oder sie keine Lust auf Sex, wenn du hast. Oh, wie schlimm. Mal drücken die Schuhe. Oh, wie schlimm. Mal hast du tolle neue Kleidung. Wow. Und so weiter. Die Sinnesobjekte hoch und niedrig. Viele Menschen sind einfach nur Sklaven der Sinnesobjekte. Würdelos. Dann sagt er hier, Svakarma Dutena. Vom Sendboten, Duta, ihres eigenen Handelns und eigenen Karmas fortgetragen. Menschen werden dann fortgetragen. Sinne gehen hoch, Stimmung geht hoch. Sinne machen Probleme, Stimmung geht runter. Dann willst du sofort, springst du sofort. Jemand sagt dir nichts freundlich, du schimpfst sofort. Hier, du bekommst nicht, was du willst, sofort willst du hinrennen. Du hast irgendeinen Wunsch, muss man sofort erfüllen. Du hörst irgendwann ein schlechtes Gerücht über dich in die Welt gesetzt, sofort musst du was ändern. Du hörst irgendwo, da ist etwas ganz Großartiges, du willst es haben und rennst dorthin. Wie würdelos ist das? Einfach getrieben von Wünschen und an den Handlungen, die danach folgen. Und letztlich vom Karma, das ist letztlich das Karma, was dir schöne und weniger schöne Erfahrungen schenkt. Und du rennst einfach. Vielleicht bis zum nächsten Mal, analysiere dich mal und nimm dir vor, nicht mehr so würdelos zu sein, kein Sklave zu sein, nicht einfach von Karma und von Menschen und Sinnesobjekten getrieben zu sein. Du bist nicht der Körper, du bist nicht die Sinne, dein Glück hängt nicht von den Sinnesobjekten ab.